Hast du auch manchmal das Gefühl, dass du von Menschen umgeben bist, die alle viel erfolgreicher sind als du? Dass jeder in deinem Umfeld mehr Geld verdient als du? Dass all deine Freunde ihre Ziele erreichen, nur du nicht? Wahrscheinlich fragst du dich, ob diese Menschen etwas haben, das du nicht hast. Sind sie vielleicht schlauer als du? Oder haben sie einfach nur mehr Glück? Der Autor David J. Schwarz ist sich sicher. Es ist alles nur eine Frage der Einstellung und Denkweise. In seinem jahrelangen Bestseller Denken Sie groß, Erfolg durch großzügiges Denken, zeigt er uns, erfolgreiche Menschen denken größer. Sie glauben an sich selbst, haben eine ausgeprägte Vorstellungskraft und sehen Möglichkeiten, wo andere Menschen Aufgaben. Und dementsprechend verhalten sie sich auch. Erfolgreiche Menschen haben eine positive Einstellung. Sie handeln, anstatt zu warten, und sie lernen aus jeder Niederlage. Schwarz ist also der Meinung, dass dir einzig und allein deine Einstellungen und Denkweisen den Weg zum Erfolg versperren. Mithilfe fesselnder Anekdoten zeigt er auf, welche Grenzen wir uns selbst setzen. Dieser ermutigende Ratgeber fordert uns auf, größer zu denken, mutige Handlungen zu unternehmen und unser volles Potenzial zu entfesseln. Er inspiriert dazu, unsere höchsten Träume zu verfolgen und ein Leben zu erschaffen, das weit über unsere kühnste Vorstellungskraft hinausgeht. Wenn du es also leid bist, dich mit weniger zufrieden zu geben und nach einem Leben voller Erfolg, Glück und Erfüllung strebst, dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Wir zeigen dir, wie du dich von den Fesseln der Mittelmäßigkeit befreien und dein Mindset grundlegend ändern kannst. Also bleib dran! Denn heute fassen wir die wichtigsten Erkenntnisse und Tipps des Motivationstrainers für dich zusammen, damit auch du es in Zukunft wagst, groß zu denken und dein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Was ist eigentlich Erfolg? Klar ist, Erfolg bedeutet für jeden von uns etwas anderes, weil wir alle unterschiedliche Ziele haben. Aber wenn du dir erfolgreiche Menschen ansiehst, wirst du feststellen, dass sie alle eine Sache gemeinsam haben. Sie glauben an sich selbst. Sie glauben an ihre Fähigkeiten. Sie glauben, dass sie ihre Ziele erreichen können, egal welche Hindernisse auftreten. An sich selbst zu glauben, bedeutet aber nicht, einfach nur auf das Beste zu hoffen. Du kannst dich nicht einfach per Wunschdenken zu einer Beförderung oder einem größeren Haus bringen. Du kannst dir jedoch eine Einstellung aneignen, die genau die Energie erzeugt, die dich voranbringt. Mit der richtigen Einstellung wirst du beobachten, was andere Menschen erfolgreich macht. Und du wirst neue Möglichkeiten entdecken, um es ihnen gleich zu tun. Dein Weg zum Erfolg wird also maßgeblich von zwei Faktoren bestimmt: deinem Mindset und den daraus resultierenden Handlungen. Deshalb haben wir drei Kernaussagen aus dem Buch herausgearbeitet, an denen wir uns heute orientieren. Einmal: je großzügiger du denkst, desto größer dein Erfolg. Dann: warte nicht länger. Um deine Ziele zu erreichen, musst du handeln und Risiken eingehen. Und zuletzt: lass dich nicht von deinen Ängsten und Zweifeln bremsen, sondern überwinde sie mit einer positiven Einstellung. Mithilfe dieser Kernaussagen werden wir dir zeigen, wie du deine Einstellung von Grund auf verbessern und dein Verhalten entsprechend anpassen kannst, um all deine Ziele zu erreichen und deine Version des Erfolgs zu erleben. Schwarz führt in seinem Buch zahlreiche Beispiele von Menschen an, die sich getraut haben, großzügig zu denken und so außergewöhnliche Erfolge erzielen konnten. Ein solches Beispiel ist Walt Disney. Disney beschränkte sich nicht nur darauf, Freizeitparks oder animierte Filme zu erschaffen. Er träumte davon, eine Welt voller Magie und Wunder zu erschaffen. Seine Vision führte zur Gründung von Disneyland, dem ersten Themenpark überhaupt, und später von Walt Disney World, das jedes Jahr Millionen von Menschen Freude bereitet. Disneys Fähigkeit, groß zu denken, zeigte sich auch in seinen Filmprojekten. Als er den ersten abendfüllenden Animationsfilm Schneewittchen und die Sieben Zwerge schaffen wollte, zweifelten viele an der Umsetzbarkeit. Doch Disney ließ sich von den Skeptikern nicht entmutigen. Er glaubte an die Kraft des Geschichtenerzählens und daran, dass das Publikum von einem solchen Film fasziniert sein würde. Und er hatte recht. Schneewittchen und die Sieben Zwerge wurde ein großer Erfolg und legte den Grundstein für unzählige animierte Filme, die folgen sollten. Schwarz betont dabei, dass du dein großzügiges Denken nicht nur auf geschäftliche Erfolge anwenden solltest.
Es kann dich in allen Lebensbereichen voranbringen. Als Beispiel führt der Autor einen Mann an, der mit einer körperlichen Behinderung zur Welt kam und im Rollstuhl sitzt. Doch trotz seiner Umstände weigerte er sich, klein zu denken. Er nahm eine Denkweise der unbegrenzten Möglichkeiten an und wurde ein erfolgreicher Motivationssprecher, der Tausende von Menschen auf der ganzen Welt inspiriert. Wenn du also von vornherein daran glaubst, dass du scheitern wirst, stellst du dich auf den Misserfolg ein und bereitest ihm den Weg. Im Gegensatz dazu kann der Glaube an dich selbst dir die fehlende Energie geben, um Hindernisse zu überwinden. Du musst dir erlauben, großzügig zu denken, um dir und deinen Möglichkeiten keine Grenzen mehr zu setzen. Doch wie stellst du das an? Schwarz gibt dir dazu folgende praktische Tipps an die Hand. Verkaufe dich nicht unter Wert. Erkenne deine Fähigkeiten an, denn du bist klüger, kompetenter und wertvoller, als du denkst. Wenn du immer niedrig stapelst, wirst du womöglich große Chancen verpassen. Entwickle ein Vokabular voller positiver Worte. Sprich über dich selbst und andere positiv und wohlwollend. Lass dich nicht von negativen Formulierungen herunterziehen. Sieh alle Möglichkeiten in einer Situation. Beschränke dich nicht nur auf das, was vor dir liegt, sondern stelle dir vor, was sein könnte. Versuche aus jeder Situation etwas Wertvolles rauszuholen und behalte deine Ziele stets vor Augen. Lasse dich nicht von Kleinigkeiten behindern. Kleine Streitigkeiten und wahrgenommene Beleidigungen sollten dich nicht von deinem Kurs abbringen, denn kleine Kränkungen oder Fehler spielen im Gesamtkontext meist keine Rolle mehr. Stoppe die Ausreden. Erfolglose Menschen suchen Ausreden, warum Dinge nicht klappen wollen. Das Alter, das Glück, die Gesundheit. Konzentriere dich auf das, was du tun kannst. Nicht auf das, was du nicht kannst. Nutze Rückschläge zu deinen Gunsten. Statt dich von Misserfolgen runterziehen zu lassen, solltest du sie als Möglichkeit anerkennen, um daraus zu lernen und besser zu werden. Es hilft also immer, sich mit positiven Einflüssen zu umgeben, wie zum Beispiel erfolgreichen und optimistischen Menschen. Scheue dich nicht davor, große, gewagte Ziele zu setzen und ständig deine eigenen Grenzen auszutesten. Grundsätzlich kannst du es auch zunächst damit versuchen. Umgib dich mit Personen, die deiner Meinung nach erfolgreich sind. Beobachte diese Personen. Welche Prinzipien wenden sie an? Und was unterscheidet sie deiner Meinung nach von erfolglosen Personen? Wenn du herausgefunden hast, welche Verhaltensweisen diese Personen zum Erfolg geführt haben, kannst du dich daran orientieren. Eine entscheidende Komponente für Erfolg ist die Fähigkeit, aktiv zu handeln. Wenn du immer auf perfekte Bedingungen oder den richtigen Moment wartest, fängst du vielleicht niemals an. Schwarz fordert dich stattdessen dazu auf, Risiken einzugehen und die Angst vor dem Scheitern zu überwinden. Um diesen Punkt zu veranschaulichen, teilt Schwarz die Geschichte des Walmart-Gründers Sam Walton. Walton glaubte an die Kraft des Handelns und drängte seine Mitarbeiter ständig dazu, Risiken einzugehen. Er hatte verstanden, dass Wachstum und Innovation nur dann passieren können, wenn man sich traut, Risiken einzugehen und aus Fehlern zu lernen. Er ermutigte seine Manager, neue Dinge auszuprobieren und Veränderungen anzunehmen, selbst wenn das Risiko eines Scheiterns bestand. Indem er Risiken einging und aktiv handelte, baute Walton eine der erfolgreichsten Einzelhandelsketten der Geschichte auf. Folgende Strategien helfen dir dabei, selbst aktiv zu werden. Nichts wird jemals perfekt sein. Erfolgreiche Menschen warten nicht auf den perfekten Zeitpunkt oder darauf, dass alle Umstände günstig liegen, bevor sie etwas anfangen. Dieser Vorwand hält dich nur davon ab, deine Ziele zu erreichen. Fang einfach an und lass es auf dich zukommen. Mögliche Hindernisse überwindest du dann, wenn sie eintreten. Lass dich nicht von deiner Angst abhalten. Wenn dir deine Angst im Weg steht, versuche sie zu ignorieren. Sie führt nur dazu, dass du Chancen verpasst und dich im Nachhinein darüber ärgerst. Angst vor Situationen kannst du nur überwinden, indem du dich diesen Situationen stellst. Nur so überwindest du deine Furcht und schaffst Selbstvertrauen. Warte nicht auf Inspiration. Vielleicht bist du in einem kreativen Beruf tätig. Du könntest denken, dass du Inspiration brauchst, um aktiv zu werden. Aber Inspiration ist selbst in einem kreativen Umfeld nicht nötig, um zu handeln.
Führe einfach die Handlungen aus, die du tun musst. Und die Inspiration wird früher oder später kommen. Lebe im Hier und Jetzt. Vermeide es, durch das Vorbereiten und Planen von Handlungen zu prokrastinieren. Denn damit verschwendest du Energie und Ressourcen, die du stattdessen nutzen könntest, um jetzt sofort zu handeln. Ergreife die Initiative. Handle eigenständig, ohne dass man dich dazu auffordern muss. Packe Probleme an ihrer Wurzel an, statt ihnen aus dem Weg zu gehen oder sie auf andere abzuwälzen. Dafür wirst du auch von deinen Mitmenschen viel Respekt erfahren. Auf deiner Reise zum Erfolg wirst du früher oder später mit Hindernissen konfrontiert werden. Doch nicht nur durch äußere Umstände werden dir Steine in den Weg gelegt. Auch Selbstzweifel und Ängste führen dazu, dass wir uns häufig selbst im Weg stehen. Damit du dich von diesen Barrieren nicht unterkriegen lässt, ist es wichtig, eine positive Einstellung zu kultivieren. Wenn du an dich selbst und deine Ziele glaubst, wirst du widerstandsfähiger und kannst alle Herausforderungen bezwingen. Thomas Edison ist ein perfektes Beispiel für die Macht dieser Eigenschaften. Trotz zahlloser Misserfolge und Rückschläge bei der Entwicklung der Glühbirne ließ sich Edison niemals von Angst und Zweifeln abhalten. Stattdessen hielt er an seiner positiven Einstellung fest, zog aus jedem Misserfolg eine Lehre und glaubte daran, eine Lösung finden zu können. Edisons Widerstandsfähigkeit und sein unerschütterlicher Glaube an sich selbst führten schließlich zu der Erfindung, die die Welt für immer verändern sollte. Seine Geschichte zeigt, wie man mit der Kraft einer positiven Einstellung alles erreichen kann. Folgende Schritte sollen auch dir dabei helfen, dich deinen Ängsten zu stellen und neue Wege zu gehen. Erkenne deine Ängste und stelle dich ihnen. Deine Ängste sind real und sollten nicht verdrängt werden. Stattdessen solltest du sie anpacken und versuchen, sie zu bekämpfen. Für jede Angst gibt es eine Gegenhandlung. Du bist besorgt wegen deiner großen Prüfung? Nutze die Zeit zum Lernen, statt dir Sorgen zu machen. Du hast Angst vor fremden Menschen? Denke daran, dass andere Menschen genauso menschlich sind wie du. Übe den Umgang mit Fremden so oft du kannst. Es wird dir mit der Zeit leichter fallen. Denke positiv. Jeder Mensch macht Fehler. Entscheidend ist, wie du damit umgehst. Statt dich immer wieder an die negativen Erfahrungen zu erinnern und so Ängste zu schüren, solltest du versuchen, die positiven Seiten daran zu erkennen. Aber vor allem gilt hier, mache schlechte Erinnerungen nicht größer, als sie sind. Entwickle ein besseres Verständnis für andere Menschen. Die Angst vor anderen Menschen beeinträchtigt dein Selbstvertrauen und hält dich in vielen Bereichen deines Lebens zurück. Doch wie kannst du diese Angst überwinden? Erkenne an, dass im Grunde jeder gleich ist. Sei anderen gegenüber respektvoll, aber respektiere dich selbst genauso. Triff moralisch richtige Entscheidungen. Ein schlechtes Gewissen zerstört dein Selbstvertrauen. Wenn du weißt, dass du etwas Falsches getan hast, ist es schwer, normal und selbstbewusst zu handeln. Sich unmoralisch zu verhalten, zerstört also sowohl dein eigenes Selbstvertrauen, als auch das Vertrauen, das andere in dich haben. Handle selbstbewusst, auch wenn du dich nicht danach fühlst. Um selbstbewusst zu denken, musst du selbstbewusst handeln. Denke dabei an das englische Sprichwort "Fake it till you make it". Wenn du dein Selbstvertrauen oft genug spielst, wirst du irgendwann selbst daran glauben. Bisher haben wir viele Konzepte und Vorschläge des Buches behandelt. Natürlich fällt es uns aber oft schwer, uns in den richtigen Situationen an diese Tipps zu erinnern. Deshalb möchten wir dir nun einige Szenarien zeigen, die die Anwendung dieser Schritte nötig machen könnten. Andere versuchen, dich herunterzuziehen. Bleibe groß und lass dich nicht auf Auseinandersetzungen mit anderen Menschen ein. Du gewinnst nicht, wenn du kämpfst und dich auf das Niveau der anderen Person herablässt. Menschen, die versuchen, dich herunterzuziehen, haben meist andere, persönliche Probleme. Sie sind unsicher oder neidisch und das hat alles nichts mit dir zu tun. Also, versuche Verständnis aufzubringen und lass dich nicht darauf ein. Du glaubst nicht, dass du das Zeug zu etwas hast. Denk daran, dass du dir in diesem Moment nur selbst im Weg stehst. Erinnere dich an deine Stärken. Greife auf deine positiven Erfahrungen zurück, die dir zeigen, was du alles erreichen kannst.
Erinnere dich daran, dass andere beeindruckende Menschen auch nur Menschen mit ihren eigenen Stärken und Schwächen sind. Genau wie du. Du wirst in einen Streit hineingezogen. Frage dich, ist dieser Streit wirklich wichtig genug, um Zeit damit zu verbringen? Würde eine erfolgreiche Person Zeit damit verschwenden? Mache dir keine Gedanken über Kleinigkeiten. Sie bringen dich deinen großen Zielen nicht näher. Du erlebst eine Niederlage. Erinnere dich daran, dass jeder Rückschlag eine Lektion ist. Versuche, etwas daraus zu lernen. Mach keine anderen Menschen oder das Pech dafür verantwortlich. Konzentriere dich darauf, was du verbessern kannst. Und experimentiere mit neuen Ansätzen. Schwarz zeigt uns in seinem Buch, wie wichtig unser Mindset für den Erfolg ist. Unsere Einstellungen beeinflussen unser Handeln und bestimmen somit, ob wir unsere Ziele erreichen oder nicht. Dir steht jetzt eine Vielzahl an umsetzbaren Schritten und Tipps zur Verfügung, um dein tägliches Leben zu transformieren. Doch es reicht nicht aus, diese Prinzipien nur zu lesen und zu verstehen. Um echte und langanhaltende Veränderungen zu erreichen, musst du sie in deinem Alltag anwenden. Also, versuche es doch mal. Eigne dir eine positive Denkweise an. Gehe Risiken ein und setze dir große und mutige Ziele. Und wenn doch mal etwas schief läuft, lass dich davon nicht unterkriegen, sondern lerne daraus und konzentriere dich auf mögliche Lösungen. So wirst du deinen Zielen Schritt für Schritt ein Stückchen näher kommen, bis du schließlich zu einem der erfolgreichen Menschen wirst, zu denen du einst aufgeschaut hast.